Was? Geben die den Namen? Also ja, interessant. Die dann ja, Johnny oder so? Also ja, weil ja nicht alle. Danke auch für den entzückenden Entwurf. Hallo Wildschwein. Also vielleicht ja. Sagen die auch Johnny. Ja, genau, das ist interessant. Ich glaube, genau, meine Forschung geht es eigentlich um die Nicht-Verallgemeinerung von Kategorien und ich glaube in diesem Fall auch, es ist nicht allgemein, nicht alle Wildschweine haben Namen, aber tatsächlich, es gibt einige, die, es gibt ein, eigentlich ein sehr bekanntes Wildschwein, der hieß El Manolo. Manolo ist ein spanischer, ganz traditioneller spanischer Name. Das Interessante hier ist, dass El Manolo war ein bisschen ein Wildschwein, der war immer so ein bisschen intrusiv, ja, hat so verschiedene ja, Geschäfte einfach so reingekommen und war ein bisschen so bekannt. Und natürlich, das passiert in Katalonien, das hat eine andere Level von ja, Problematik und das haben die Katalanen selber einen ganz spanischen traditionellen Namen gegeben zu diesem Wildschwein, der intrusiv gegen ihnen war. Ja. Interessanterweise war nicht nur das, diese politische, weil sie wissen, was passiert in Katalonien und Spanien, ja, diese irgendwie diese Spannung hatte auch eine politische Interpretation. Und ich habe mit Biologen vor ja, ein paar Monaten geredet über El Manolo. Und eigentlich, interessanterweise, war El Manolo ein weibliches Wildschwein auch. Das hat alle diese Attributionen. Erstmal ein Spanier, zweitens ein Mann. Und das heißt, am Endeffekt, das war eine katalanische weibliche Wildschweine. Ja? Aber ja, so, es werden so ab und zu ja einige so personalisiert mit Namen, aber es ist, glaube ich, nicht, was passiert da mit allen. Natürlich, die Wildschweine sind noch wild und die gehen in den Wald, die kommen zurück. Die Leute, ich glaube, es ist sogar schwierig zu identifizieren, wer ist wer da. Das ist noch, es braucht noch ein bisschen Zeit. Ja, danke. Ich spare mir die zweite Frage für die Kaffeepause und lade das liebe Publikum ein, Fragen zu stellen. Da sind ja viele Themen angeklungen, Konflikte zwischen ach so, ja klar, Mensch und Service. Konflikte zwischen Spezies, was ich super interessant finde, so, also würde mich auch interessieren, ob die Wildschweine nicht mit anderen Tieren auch tatsächlich da nicht auch Konflikte entstehen. Dann natürlich Konflikte zwischen verschiedenen Menschengruppen, wo es die einen gibt, die eine Lobby haben und andere nicht. So, würde man denken, in einem Wohnviertel wird das vielleicht auch anders sein, ob es Betuchtere sind, die sich für die einsetzen oder so, interessante Fragen. Und dann natürlich auch, das ist da gibt es noch geräumige Forschungslücken, was die Gewaltverhältnisse angeht. Sind Tiere in der Lage, Gewalt auszuüben? Wie denken wir das? Sind das nur Instinktwesen? Gehen die überhaupt Gewaltverhältnisse mit Menschen ein oder reagieren die bloß? Wie üben Menschen Gewalt aus, ja, so zum Beispiel. Aber jetzt sind Sie dran. Ich nehme an, da gibt es viele Anknüpfungspunkte. Ich wollte die Diskussion um zwei Punkte bereichern. Wir haben alle den Problembär in Bayern noch im Ohr, also den Umgang mit Großsäugern oder auch das Thema Wolf-Wiederansiedlung in Bereichen Bayerns oder auch im Osten Deutschlands. Also auch da gibt es ja neben dem Thema Wildschwein den Aspekt, inwieweit wir als Menschen geneigt sind, hier Restrisiken oder Mehraufwendungen in Kauf zu nehmen. Vielleicht noch für diejenigen, die München nicht kennen, es gibt im Forstenrieder Park ein Wildschweingehege, wo man durch ein Gatter gehen kann und sozusagen auch als Radfahrer oder wandernder Tourist mit den Tieren relativ nahe in Kontakt zu kommen und es ist immer wieder nett zu beobachten, wie Familien, vor allem mit Kindern, dann umgehen, wenn eben die Wildtiere auch Junge haben. Und das sind aber gleichzeitig auch relativ konfliktgeladene Begegnungen, weil natürlich die Elterntiere ihre Jungtiere schützen wollen, wenn jetzt ein menschliches Kind beispielsweise unbedacht da relativ nahe hinläuft. Also das ist immer auch eine Sache, dass das ist dann ohne Netz und doppelten Boden, weil Mensch und Tier in dem Fall, so wie Sie es gezeichnet haben, eingezäunt sind. Die Tiere sind nach außen eingezäunt, damit sie von den benachbarten Autobahnen nicht ständig überfahren werden. Ich glaube, das war nur eine Ergänzung. Thomas, ich hätte an dich eine Frage. Dein Vortrag finde ich interessant mit diesen ganzen Stakeholdern, die da betroffen sind. Ich treffe regelmäßig Leute, die sagen zu mir, sie haben in ihrem Garten einen Teich und da sind Kammmolche drin. Die sind Kammmolche.
Das sind relativ große Molche, sind nicht so schick, aber sie sind geschützt. Und ich habe immer wieder die Frage, dann, wie gehe ich denn damit um? Ja, weil wenn jetzt mein Nachbar mitbekommt, dass da die Viecher drin sind, die europaweit geschützt sind, kann der mir in die Suppe spucken oder ich spucke dem in die Suppe. Und ich habe da mir immer wieder gedacht, es ist eigentlich schade, diese Hotspots nicht zu kennen oder nur sporadisch zu kennen, weil wie du gesagt hast, wenn die schon mal da sind, kann man sich überlegen, was kann ich machen, um die auszubreiten. Und da ist jetzt eigentlich die Frage, hast du da irgendeine Strategie, wie man sowas geschickt handhaben kann? Dass man da nicht erst diesen Negativeffekt hat, dass man erst gesagt bekommt, hey, da ist was, wo mir jemand das Leben schwer machen kann, sondern um zu sagen, hey, lass uns das positiv angehen. Ja, also das ist jetzt also hier geht es ja um Artenschutzgesetzgebung, die sind eigentlich relativ klar und ist jetzt sozusagen eine, so ganz genau verstehe ich es jetzt nicht, also die Gesetzeslage ist ja da relativ eindeutig, die haben da zu verbleiben oder es haben Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen stattzufinden. Also das ist ja sozusagen, was wir ja vorhin auch hatten, das ist ja sozusagen diese, was der Artenschutz als Top-Down-Verfahren jetzt natürlich ganz klar reguliert. Da ist jetzt nicht mehr viel zu verhandeln im Endeffekt. Mir geht es jetzt nicht um den Artenschutz. Ja. Mir geht es darum, dass da tatsächlich der eine Nachbar dem anderen in die Suppe spucken möchte oder versucht. Wieso schmeißt er Kammmolche hinein? Umgekehrt zu sagen, ich habe Kammmolche, du darfst den Baum nicht fällen. Oder ich habe Kammmolche und du darfst das und das nicht machen. Oder umgekehrt, das Gleiche auch in Grün. Ja. Also diese Spannungen zwischen den Nachbarn, das ist eigentlich eher ein emotionales als rechtlich oder fachliches Problem. Der Kammmolch wird bloß zum Instrument. Ja, das ist ja oft, also ich meine, es ging sowohl ja wie in Stuttgart 21 als auch bei der Elbbrücke in Dresden ging es ja nie um die Tiere. Und auch, ich meine jetzt, auch die Fällung des, wie heißt der Wald? Ja, der ist ja jetzt wegen der Breitflügelfledermaus abgeblasen worden. Also das ist, ich meine, da wären sozusagen der Schutzstatus der Tiere natürlich benutzt, um ganz andere Konflikte zu besprechen. Und das, da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Das ist ja ganz oft so, oder? Also es ist ja sozusagen eine Instrumentalisierung des Schutzstatuses dieser Organismen. Also, weiß ich, müsste ich jetzt drüber nachdenken, ob ich das jetzt moralisch verwerflich finde oder legitim, weiß ich jetzt nicht. Okay, vielen Dank für beide Vorträge, die waren tatsächlich sehr, sehr gut, sehr interessant. Ich glaube, meine Frage bezieht sich ein bisschen auf folgenden Punkt. Also wie konnten wir vielleicht ein bisschen von diesem Ansatz Tier-Mensch-Beziehungen entwerfen zu einem Entwerfen mit Tieren? Das würde mich wirklich sehr interessieren, gerade zum Beispiel in dem Animal-Aided Design-Prozess, wie du den beschrieben hast. Gibt es einen Punkt, wo es eine Art räumliche Übersetzung von den Zielen dieser Planung stattfindet, wo man auf dem Platz, also man hat sozusagen diese verschiedenen Phasen des Lebenszyklus und man versucht das irgendwie in dem Raum zu übersetzen und zu gestalten. Und auch in deinem Entwurf, Aníbal, den ich total cool finde, es ist letztendlich sozusagen ein Entwurf, den nicht unbedingt mit, sondern für diese Verhältnisse gemacht wird. Und ich kann, und vielleicht das geht nicht mit jedem Tier, ja, aber es gibt bestimmte Tiere, oder es gibt bestimmte, die auch sehr konstruktiv im städtebäulichen Sinne agieren, arbeiten. Also da sind natürlich die Igel gefragt, aber auch so andere Tiere, die auch sehr aktiv an ihren Umwelten bauen. Und ich frage mich, inwieweit dafür so einen Platz gibt in Animal Aided Design, so für ein Entwerfen mit Tieren und nicht nur für. Ja, ich finde es gut. Also ich glaube, das hat jetzt zwei Ebenen, also ich finde ja das auch toll. Ich glaube, dass das ja auch sehr ähnlich ist. Der Unterschied ist jetzt, dass es
das bearbeiten wir halt nicht, sozusagen diese Einwanderung oder die Anpassungsleistungen von Arten. Und man weiß ja gar nicht so genau, ob Wildschweine nicht schon längst früher auch, man hat sich es einfach nur nicht angeguckt. Das ist ja in Berlin auch so ein Riesenthema. Da ist man relativ pragmatisch und sagt, ach, baut doch einen Zaun, dann wird euer Garten nicht mehr umgegraben. Also da ist man relativ liberal, sage ich mal, da wird nicht geschossen. Aber ich schweife ab. Also ich finde, es gibt ja so ein paar Kunstprojekte, die auch sozusagen diese, auch, ich sag mal, diese physische, dass Tiere Raum verändern, ja auch nutzen. Ich finde das schon spannend, das kommt halt jetzt noch nicht zum Tragen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Momentan arbeiten wir natürlich sozusagen, dass man Tiere wahrnimmt und wir gestalten ja im Endeffekt, und was du ja auch machst, ich mag das Wort eigentlich nicht, die Kontaktzonen und die Grenzen. Ne? Und das geht ja bei dir, da sozusagen, das sind ja neue Art von Grenzregimen, die sind plötzlich durchlässiger, anders. Auch, ne, ich meine, dass man, hat mich der Ferdinand Ludwig mal drauf gebracht, wenn man jetzt so einen Fassadenbrüter im Endeffekt, könnte der so ein paar Zentimeter, man schläft und da ist nur eine kleine Ziegelschicht dazwischen und da hängt eigentlich eine Fledermaus. Das ist ja eigentlich auch eine ganz spannende neue Grenze und Nähe. Aber es geht sich auch um Kontakte, na, wo komme ich in Berührung, was gibt es für Interaktionen und so. Aber dieses aktive Tätigsein im Sinne von baulichen Veränderungen haben, Wolfgang, fällt dir was ein, haben wir momentan noch nicht so richtig mit drin, wobei so Spechte und so weiter, Totholz, Veränderung, Bearbeitung von Bäumen, das ist wäre schon so, ein, also Buntspechte und so weiter sind ja sehr aktiv da in der Holzbearbeitung. Also ich finde schon, dass das ein tolles gestalterisches Thema ist, diese. Mich fasziniert ja ganz besonders, dass sie eigentlich Menschen für diese Wildschweine entworfen haben, ohne es zu merken. Weil so ein Spielplatz, das ging mir auf, ist natürlich das Allergrößte, so eine Sule, so eine vorbereitete irgendwie. Und da hat ja vorher niemand gefragt, gestaltet ihr den Spielplatz mit uns oder so? Das finde ich eigentlich das Faszinierende, dass es kulturliche, also wer hat die pädagogische Provinz eingezäunt, hieß es mal. Also kulturliche Einrichtungen wie Spielplätze dann halt irgendwie zur Wildschweinsule werden. Aber es, also meinst du zum Bauen und Leben mit Tieren? Ja, danke. Sehr anregende Kommentare. Eigentlich muss ich sagen, diese Frage, genau das Entwerfen, nicht genau mit dem Entwerfen, aber Ignacio meint so, das Entwerfen mit dem Tier in sich. Würde mich diese Frage, irgendwie kann man die Kosmologie von dem Tier wirklich wahrnehmen und in Frage, also nicht in Frage, so in sich so ernst nehmen. Natürlich ja, und vor allem wissen wir von Anthropologie, die Entwicklung von der letzten Theorien mit Eduardo Coe und wie denken die Urwelt im Amazonas, wie denken die Tiere mit Eduardo Viveros de Castro. Was mir fällt damit, so dass wir konzeptualisieren ein Tier als ein Entwerfer, als ein Autor. Ja? Mir fällt, ich glaube, Zeit vor allem, um so auf diese Ebene von ja, konzeptuelles und Kenntnisse von den Wildschweinen. So, ich kann selber das nicht antworten. Vielleicht Leute, die beschäftigen sich mit den Tieren seit ein bisschen länger, können vielleicht bessere Idee. Ich meine, meine Position heutzutage ist ein bisschen konservativer, aber es geht mehr, ich sehe, denn soweit meine Ethnographie läuft, ich sehe die Wildschweine noch nicht als ein Autor, obwohl sie lassen so viele Footprints, sie machen sich sogar Badewanne und man sagt, hier haben sich die Badewanne gemacht. Man könnte auch eventuell sagen, okay, wir nehmen dieses Entwurf und wir machen Badewanne in den Park, sodass wir ihnen einladen, okay, hier kann ich, wir nehmen euer Design, das wurde woanders gefunden. Man konnte sowas denken, das wäre sehr interessant, aber soweit bei mir, in dem Titel von meinem Projekt, ich nehme die Wildschweine als Editors, als Herausgeber, nicht als Autoren. Ja? Was ich jetzt beobachte, mehr oder weniger ethnografisch bestätigen kann, ist, dass sie tun wie kleine Amendments in unserem Alltagsleben. Das kann ich ethnografisch beweisen. Wenn sie da, dann geht man nicht so in diese Weg laufen oder ab dieser Stunde nicht. Und dann, man muss sich irgendwie aufpassen. Sie haben so eigene Meinungen und eigene Bedürfnisse und eigene Projekte. Und sie tun uns ein bisschen diese Amendments für unser Alltagsleben. Von hier kann man bis zum die Wildschweine oder andere Tiere als wirklich Autoren, als Entwerfen, ja, natürlich kann man immer so optimistisch und mutig denken, aber ich glaube, für mich, in meinem Fall, ich brauche, ich glaube, längere
also längere ethnografische Erfahrung mit dem Fall. Ich glaube, dass du das ja schon gemacht hast in diesem, also du hast ja in diesem Parkentwurf ja den Wildschweinen eine Zone zugewiesen, die ihrer Gestaltung unter Anführungszeichen unterliegen. Ich meine, das wird ja aufgewühlt und durch sozusagen der, also ich denke mal, dass man sowas nicht planen kann, ohne ihre Tätigkeit eigentlich ästhetisch und gestalterisch mit einzukalkulieren, oder? Also ich. Darf ich kurz darauf? Also ich glaube, der Punkt ist nicht, Wildschweine als Autorin zu machen, sondern Architekten zu Herausgebern zu machen, die auch Amendments machen in Entwürfe, die kollektiv entstehen. Ja, fürs Erste, weil ich sage hier noch zwei mindestens Wortmeldungen. Drei. Okay, geht ein bisschen in deine Richtung, Thomas. Also der Ansatz ist ja klasse. Ich habe ihn damals ja auch schon, als du noch Kollege bei uns warst, in deiner Geburtsstunde mitbekommen. Was ich jetzt interessant fände, du hast jetzt einzelne Tiere gezeigt, ihr sucht euch einzelne Leitarten, könnte man fast schon aus vom alten Begriff her sagen, heraus. Was ich jetzt super spannend wäre, mir kam so ein bisschen vor, als du es gezeigt hast, wie wenn man früher versucht hat, Freiräume für Kinder zu machen, für Menschen mit besonderen Bedürfnissen und so weiter. Also ihr sucht euch einzelne Arten raus und versucht es zu verstehen. Aber der nächste Schritt zur richtigen Komplexität, die wir eigentlich brauchen, ist ja, Dinge zu überlagern. Und da auch die Frage, findet ihr Tiere, die gemeinsame Dinge nutzen können, die sie zeitlich unterschiedlich, also an anderen Tageszeiten nutzen, um Dinge zusammenbringen und damit ja so eine Art, nächsten Schritt zu einer Art Ökosystem oder zu einer Art Symbiose hinzukriegen? Ja, zeitliche oder räumliche Überlagerung von Ansprüchen. Also wir das Matching, ja. Ja, also du meinst jetzt nicht nur Überlagerung mit menschlichen Ansprüchen, sondern zwischen verschiedenen Tierarten, naja, oder? Ein Ökosystem beruht ja darauf, dass sich viele verschiedene Tiere mit verschiedenen Ansprüchen, verschiedene Räume und Ressourcen teilen. Also was wir nennen das, weil wir diesen Schirmartbegriff nicht verwenden wollen, wir sagen schon, also jetzt, wenn ich jetzt eine Zielart mir aussuche, die muss ja zum Beispiel einen Haussperling, dann weiß ich ja auch, was der für Nahrung braucht, vor allem zur Jungenversorgung dann halt irgendwelche Raupen und so weiter. Das heißt, ich habe im Schlepptau immer ganz viele Arten mit dabei, die ich sozusagen mit bearbeiten muss. Also das ist unser Ansatz. Und wir suchen ja parallel verschiedene Zielarten auf und müssen natürlich etwaige Interaktionen damit, wobei wir auch wissen, dass das schwierig ist, weil man immer so viel ja nicht weiß, aber wir planen jetzt nicht nur für eine Art. Ja, das meine ich nur, es könnte vielleicht ein Set entstehen an Formen, die zusammenleben können. Und wenn man ja. In einem Raum ist, sagt man, hier könnte ich die und die Tiersysteme anbieten. Ja, naja, diese Richtung, der Komplex. Ja, also das ist jetzt, vielleicht geht das jetzt zu weit. Also wir in den Praxisprojekten arbeiten wir also mit Raumeinheiten und da gibt es so Artenkomplexe, die wir verwenden, unter Anführungszeichen. Aber da ist noch so, da steckt noch ein bisschen Arbeit dahinter da. Ja, ich habe eine Beobachtung und eine Frage, glaube ich. Und die Beobachtung nenne ich jetzt mal die Verniedlichungsgefahr in der Mensch-Tier-Forschung. Ich weiß nicht genau, wo die herkommt, dass wir dann so viel lächeln müssen oder dass eine Kollegin wie die Sachbestellte am Naturkundemuseum, die Tahani Nadim, also wirklich ihre ganze kosmopolitische, postkoloniale Souveränität mitbringen muss, um durchzusetzen am Naturkundemuseum, dass auch mal ein anderer Umgang mit Tierobjekten von den Museumsmitarbeiterinnen erprobt wird, bis hin dazu, dass sie sich verwandeln in einen Schmetterling oder so etwas. Das wird dann belächelt und es ist witzig und ich denke darüber die ganze Zeit nach, weil ich eure Forschungen so wichtig finde und ich denke, das sollte denen nicht passieren. Und diese ganzen theoretischen Fragen, die du stellst, Annibal, oder auch genau die, die jetzt wirklich ans Eingemachte gehen, von Klassifikation, von Grenzziehung, die sprechen ja auch dagegen. Ne? Dennoch frage ich mich, also woher kommt das? Und ich glaube, also manchmal sind wir auch selber schuld. Und zwar, weil wir doch ein Stück weit untertheoretisch und unterintellektuell diese ganze Mensch-Tier-Interaktion angehen. Also zum einen, weil wir
nicht genug das Wissen unserer, dann sage ich jetzt mal, naturwissenschaftlichen Kollegen mit einbinden, also der Genetiker, der Artenforscher, der Ökologen, der Ethologen, die uns natürlich helfen, ganz viel zu wissen über die Tiere, und das ist eben auch wichtig, glaube ich. Und zum anderen aber auch, weil wir jenseits von allem, was wir von Foucault über Biopolitik wissen, das immer auf so ein Freundlichkeitslevel halten. Und diese ganzen Geschichten, also nicht nur von Schädlingen und Invasive Species, wir wissen, wie problematisch das ist, aber also diese ganze Fähigkeit des Menschen permanent auch auszulöschen, zu töten, zu reduzieren. Der Michael Flittner, mein Kollege, der arbeitet über Kiwi und Possum in Neuseeland, da ist das super klar, das eine wird geschützt, das andere wird ausgerottet als Nicht-Natur, ja, dass wir da zu wenig hingucken, das zu wenig explizit machen. Und das wollte ich jetzt bei euch nochmal wissen, auch, also das ist ja die Frage von Gewalt, ist die Frage von Biopolitik, wie das in euren Forschungen eine Rolle spielt. Dankeschön. Ich muss leider darum bitten, nicht zu lange die Antworten zu halten, was mir immer total leid tut, aber wir sind schon ziemlich und Menschen wollen vielleicht Kaffeepausen oder so. Ich habe eine ganz kurze Antwort. Ja. Bei mir, es ist einerseits ja natürlich diese Ebene von der Konversation mit anderen Wissenschaftlern ist super wichtig. Eigentlich bin ich hier der naivste Person, mit was um Tiere geht. Aber andererseits ist, glaube ich, die Aufgabe von Anthropologen und anderen Sozialwissenschaften, dass diese Kategorien ein bisschen zu fragmentieren, ja? Weil das Kategorie von einer Spezies als Wild kann sehr vielfältig sein auf der relationellen Ebene. Und das heißt, bei mir ist nicht eine Diskussion von was die schon wissen. Und ich glaube, die Ethologen und die Biologen wissen viel mehr als ich, wie gesagt, von Wildschweineverhalten und Bedürfnissen und so weiter. Aber da kann ich schon ein paar Sachen mehr sagen, was wenn die Menschen in die Äquation kommen, ja, weil da ändert sich ein bisschen. Und ich glaube, ja, genau, Bildnis ist sehr oft genau mit Gewalt identifiziert. Und ja, das ist sowas, das von einer relationellen Perspektive ist nicht immer der Fall. Es muss nicht sein, immer, dass ein Bild ist, die hat implizit eine Gewalt. Ich glaube, es hängt nicht an der Spezies. Ja, natürlich hängt an der Spezies, aber es gibt auch viele Ausnahmen, die kann man auch als Beispiel, als Muster, von was es möglich, als Experiment, von was es möglich wäre. Ja, es ist einfach eine Nicht-Zusperrung von den Möglichkeiten, die eine Beziehung zu einer spezifischen Spezies gibt. Ich glaube, um jetzt in der Mitte Überleitung zu machen, eine super interessante Frage ist, die diese beiden Disziplinen oder auch andere Disziplinen noch verbinden könnte, weil ich glaube, diese Verniedlichungsgefahr sagt uns ganz viel über die Geschichte populärer Kultur mit Tieren und an was für Bilder wir uns so gewöhnen. Ich frage mich immer mal wieder, ob Menschen überhaupt ein Konzept von erwachsenen Tieren haben oder ob das eigentlich immer kleine, niedliche, also ganz im Ernst, aber da muss schon wieder gelacht werden. So, ne? Also ich finde das auch gar nicht schlimm, ich verurteile das nicht, ich kichere da selbst auch drüber, aber das sagt mir auch was, dass die Menschen, also ich habe normalerweise 2 Minuten frei beim Vortragen, bevor irgendjemand kichert, so wenn ich über Tiergeschichte spreche, so, das ist ganz fürchterlich eigentlich, aber es sagt mir ja was über die Gesellschaft. So. Ich versuche es kurz, also wir sind ja da auch mit befasst, sozusagen aus planerisch-administrativer Perspektive dieser Regulierungsversuche von Tiervorkommen in der Stadt, gibt es ja diese 3 Regime, Jagd, Hygiene, Artenschutz, die sich einer völlig anderen Sprache bedient haben und bedienen. Hygiene knallhart, Vernichtung, Schädling, raus, Ausmerzung. Und ich glaube, dass der Arten- und Naturschutz einen sehr großen Beitrag zu dieser Verniedlichung geleistet hat, in dieser Präsentation der Natur als zartes, gefährdet und schwach, ne? Und dann ist ein Baum, ein Bäumchen, also wenn wir von Bäumchen spricht, wäre ich schon ganz allergisch, und bei Tieren ist das natürlich noch schlimmer. Ne? Also ich denke, das hat mit diesen verschiedenen Zugriffsperspektiven auch zu tun. Ne? Ich will es süß machen oder ich will es ausrotten, das ist so der Spagat. Aber die niedliche Natur ist ja mindestens auch schon 170 Jahre alt, würde ich sagen. So, ne? Also es hat noch eine aber viel tiefer steckende Dimension. Da scheiden sich die. Noch eine Frage zum Abschluss, bitte, ja, wenn das in Ordnung ist.
Gut, die geht dann an Thomas, obwohl mich beide Vorträge sehr begeistert haben. Was ich spannend finde, ist, zum Thema Ökonomie zu kommen, dass wenn ihr mit der Wohnungswirtschaft sogar zusammenarbeitet, so nach banaler Effizienz fragt man sich ja, warum machen die das? Das kostet ja eigentlich nur extra Geld, es kostet mehr Zeit und so weiter. Wie habt ihr es geschafft? Oder was sind die Argumente, dass die darüber hinausgehen? Das war ganz, also eigentlich sind die Türen da offen, also wenn der Zeitgeist nicht da irgendwie schon luftiger und interessierter geworden wäre, könnte man das ja eh nicht machen. Also da geht es schlicht und einfach um, Wohnungsbaugesellschaften wollen innovatives Image haben. Es geht um Imagebildung, und was praktischer ist bei diesen Maßnahmen, das ist nicht teuer. Also das kannst du, ja, eine Tiefgarage kostet Millionen, ein Fassadenbrüterquartier, da geht es um Promille an den Gesamtbaukosten. Insofern kann man da eigentlich relativ günstig dieses sehr emotional aufgeladene, im negativen wie positiven Sinne, Thema Tiere in der Stadt, da eigentlich draußen Imagegewinn schlagen. Das ist eigentlich das Einfallstor hier in die Wirtschaft. Ja, wenn es keine weiteren dringenden Nachfragen gibt, die nicht irgendwie anderweitig auch untereinander geklärt werden können. Ich konnte noch ein paar Stunden weiter drüber reden. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese beiden tollen Vorträge. Ich habe ganz viel Anregungen mitgenommen, fand es sehr belebend, im irgendwie im weiten Sinne, interdisziplinär über Tiere zu sprechen. Ich glaube, man kann da noch ganz viel forschen. Ich wünsche eine schöne Kaffeepause und einen schönen Resttag. Danke fürs Kommen. Vielen Dank.